Hallo und herzlich willkommen zurück beim Poke MMO zusammen mit Prisma Diancy. Hallo. Und ich steck noch immer in den doofen Wald. Ja, ich muss jetzt mir mein Nidor anfangen gehen. Ich hoffe, ich bin da bald raus. Habe in der letzten Folge eigentlich schon erwähnt, dass ich befürchte, dass da viele Trainingsfolgen kommen werden. Ja, das hast du. Ich wollte noch einmal sicher gehen. Damit es auch alle wissen. Ja. So, mal schauen, was hier für Pokémon gibt. Alle. Alle. Auf einem Fleck. Also ein Radfahrt bin ich nicht. Irgendwie habe ich keinen Ingame-Sound. Wieso? Ich habe auch keinen Ingame-Sound auf meinen Kopfhörern. Ich glaube, mir nervt die Musik irgendwann. Oh mein Gott, endlich ein Raubi. Ich kann's fangen. Jetzt höre ich sie ein wenig. Ganz wenig. Sound. Machen wir mal auf 60. Gut. Sollte es in Ordnung sein. Vielleicht ein bisschen runter. Da. Besser leiser als zu laut. Ja. Oh na, der will mit mir kämpfen. Und es kommen nur Radfratz. Er setzt ein Hornlio ein. Mit Fadenschuss. Yeah. Und was ist das? Radfratz. Das ewige Jagen nach einem Pokémon. Ja. Ach, Gott sei Dank hat er nur ein Pokémon. Ein Mankey, ja. Wurde schon schauen. Tabs was? Ist Level 9. Und hat Windstoß gelernt. Yay. Yeah, 260 Poké-Dollar. Und ich bin endlich aus dem Wald raus. Oh mein Gott. Partei. Was lernst du für Attacken? Oh, Fußkrieg. Karateschlag. Du wirst gefangen. Schlüsselleitend. Pokéballs. Ja, schon gefangen. Ich hätte gesagt, wir treffen uns dann, wenn wir so weit sind, beim Rocco oben. Ja. Dabei trainiere ich meine Pokisch ein bisschen. Ja, das muss ich auch. Ich habe gerade Mankey gefangen. Jetzt muss ich. Aber ich habe jetzt immerhin drei Pokémon, die es etwas leichter tun. Ja, ich habe jetzt nur zwei. Wann haben wir eigentlich angefangen aufzunehmen? Das habe ich mir vor 2 Minuten, glaube ich, auch gefragt. Ich sollte nochmal lernen, einen Timer zu stellen oder auf die Uhr zu gucken zumindest. So. Vor 5 Minuten? Ja, denke ich auch. Oh mein Gott, ein Ratzfratz. Das habe ich noch nicht. Boah, das Mankey kann noch keine einzige Krampfattacke. Hm.
Stehe Bratwart. Ich hab nur mal einen Pokéball. Weil ich gerade Ratzfratz gefangen habe. Yay! Yeah. Lau, 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 lau. Ein wildes Taubsi. Yay! Yeah. Gott! Warum laufe ich eigentlich durchs Gras, wenn ich keinen wilden Pokémon will begegnen? Keine Ahnung. Ich habe mich auch gerade vorher gefragt, wie im Wald war, warum ich nicht eigentlich vor jedem Pokémon flüchten tue. Oh Gott, ich bin aus Kokuna, bin aus Hertha. Ich muss fliehen. Das jetzt geht's zu lang. Was kann escape? Ich kann escapen. Hopp, 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 hopp. Oh. Jetzt habe ich das in Kampf gemacht. Das macht keinen Schaden. Ich bin schon wieder im Pokémon Center. Gut. Ich bin weg. Ich gehe nie wieder zurück nach Alabastia, wenn ich noch kein Fliegen habe. Oh mein Gott, ein Hornwing. Oh mein Gott, ein Raupi! Level 5! Das war das Fahrtschuss. Meins hat Giftstachel benutzt. Das hat mich nicht vergiftet. Bin so stolz auf meinen Shigi. Ja. Zweite Arena, muss ich auch irgendwo schauen, wie ich dort weiterkomme. Es ist ja Wasser und ich hab Feuer und Kampf. Toll, ich bin sehr intelligent, muss ich sagen. Ich hab gerade einige Zeit keinen Spielsound. Ich hab nur immer die Spur auf Mute gehabt. Scheiße. Entschuldigung, scheiße, sagt man nicht. Doch. Wenn's aus einem wirklichen Grund ist, dann schon. Scheiße. Ah, es erinnert mich an die South Park-Folge. Kennst du die? Nö. Okay. Naja. Aber wahrscheinlich viele zu sehr. Die, die ich nicht hab, kennen es. Warum gibt's auf dieser Welt so viele Ratzfratz? Mann, mir ist egal. Ich will eh nur mal Shigi trainieren. Oh, draußen. Endlich. Heilen. Aber es macht mehr mitten in der Aufnahme. Ja. Oh, ich seh dich. Ah, tust du gar nicht. Geh weg! Jetzt wieder Menki nach vorne. Ein Taubsi! Natürlich! Wenn ich ein Kampf-Programm vorne hab. Kommt Taubsi. Ich schau irgendwie gar nicht auf den Chat unten links. Ja, na, der interessiert mich nicht, aber der ist leer. Das wundert mich grad. Bei mir nicht, bei mir geht's da grad ab. Achso, ach, das sollte gucken. Ich wollte eigentlich nur schauen, welche Level Rockos Pokémon haben. 10 und 12 haben sie Kleinstein und Onyx. Oh
Mein Glumanda ist auf 12 momentan. Jetzt kommt zum Ersten, du wirst ja bei Mystia ein paar Probleme haben eigentlich mit Feuer. Ja. Ich meine, wenn Glurak nicht so geil wäre. Obwohl ich finde zum Beispiel Glurak X ist ziemlich geil. Ja. Also vom Aussehen her. Und es ist endlich Typ Drache. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viele Jokes über ein Pokémon gesehen wie über Glurak. Nee. Weil es ja endlich ein Drachen-Pokémon wurde mit dem Megastein auf X. Mhm. Ich frage mich gerade, warum ist der Bildschirm so dunkel? Es ist 22 Uhr nachts. Im Spiel. Oh mein Gott, ein Hothot! Das will ich haben! Ein Raupi! Level 2! Ich hab auf Pokémon X übrigens Shiny Nocto bekommen. Oh. Per Wundertausch. Ziemlich fett, aber ich glaube mittlerweile, seitdem Pokémon Bank da ist, werden nur mehr von Schwarz und Weiß mit den Pokémon Safe Cheats da Pokémon rübergetauscht, die voll immer sind. Ja. Ich habe letztens gegen einen gekämpft, der hatte alles nur Shiny mit wahrscheinlich perfekten EV. IV? DV? Ja. Den Werten halt. Ja. Ich bin schon mega stolz auf mein Shiny Gengar. Das ist richtig fett. Vor allem mit Megastein. Und das ist, das ist weiß. Oh. Das sieht richtig Bombe aus. Und ist perfekt gezüchtet auch noch. Es war so viel Glück. Ich habe, glaube ich, 4 Eier gehabt. Und, alle 4 waren perfekt. Nur das eine stach heraus. Das war eine Nebula, weil es shiny war. Mankey ist Level 5. Sollte ich mich nochmal heilen? Ja. Inventar, so ein Trank. Shiggy, Level 10. Panzerschutz gelernt. Araupi. Da gehen wir. Und nächstes. So, Taubsi. Guck mal schnell. Wird die Aufnahme gestartet? Circa 12 Minuten. 19. Also 13 Minuten. Okay. Auf 6 lernt er Fußkick. Auf 11 Karate Schlag. Dauert alles noch zu lang. Oh. Wie gesagt, es werden viele Trainingsfolgen kommen. Aber ich glaube, wir werden die Folgen einfach länger machen, die. Ja. Wo wir nur trainieren. Ja, oder wir machen Offscreen-Training. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Oder per Livestream. Ja. Ich frage mich gerade, was neben dem Namen Taubsi dieses Z bedeutet. Z? Mhm. Weil rechts ist der Pokéball, weil ich schon habe, und links von Taubsi ist ein Z. Komisch. Mankey learned Fußkick. Ah, Taubsi schläft, das bedeutet es. Aha. Das ist cool, das ist ein cooles Feature, wenn die wirklich nachts schlafen. Ja, aber ich hatte vorhin auch gerade ein Taubsi, das heißt Taubsi woke up, ne? Oder so geschlafen. Das Hornlio ist wach. Dummes Hornlio, das heißt schlafen.
Oh, Maggie. Ja, warum setze ich Silberblick ein? Boah. Ja, Giftstachel habe ich nicht paralysiert. Das Schöne an einem MMO ist ja eigentlich... Ah, aber jetzt... Also das eigentlich Schöne an einem MMO ist, dass er eigentlich Dingens. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Danke. Na, das ist quasi das Endlosprojekt. Man es sehen kann, weil man kann ja immer wieder was machen. Sich Ziele stecken und so weiter. Vor allem später, wenn ich zum Züchten anfange. Ja. Auf Eiland. Ja, das gibt es eine ziemliche Trainingsfolge. Ja, ich trainiere schon die ganze Folge noch. Ja, das ist ein Rest der Folge, ich auch. Ich glaube, ich habe schon Folgen für die Folge. Training. Ah, so circa. Mal schauen. Ich weiß, was für Folgentitel ich nehmen werde. Ja, ich hab ja schon. Also für die ersten drei jetzt. Während du weg warst. Ein bisschen Gedanken gemacht drüber. Und ich habe jetzt Part 0 und Part 1 habe ich jetzt fertig. Die sind für den Upload parat. Jetzt Folge 2 und 3. Oh, ich wollte schneiden, aber dann ist mir eingefallen, ich muss noch einkaufen gehen. Oh, Leo. Oh, das blöde Raubi mit diesem blöden Fadenschuss. Dieses dumme Hornleo mit Giftstachel, ich hasse es. Yay, Shiggy. Level 11. Ha, mein Mann, das ist Level 12. Knock, 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 knock. Blubba. Ah, Taub, sie schläft noch. Das sind mir die liebsten Pokémon, die schlafen. So, ich glaube, ich mache jetzt mit Shiggy einmal auf 12 und dann kommen die anderen noch dran. Ich glaube, das wären zwei Folgen. Training hard. Ja. Oder wir machen ein bisschen Offscreen-Training. Kann man auch. Weil dann würde ich nach meinem jetzigen Kampf die Folge beenden. Da können wir. Gegen Raupi. Menki Level 7 und Glumanda Level 12. Cool. Oh. Zettel. So, mein Kampf ist vorbei. Oh man, ich bin gerade noch in einen verwickelt gegen ein Hornleo. Ich seh's. Ach oh Gott. Auf Glumanda. Jetzt will ich gerade aus dem Gras rausgehen. Was kommt? Ein Pokémon. Ja! Ich liebe es. Ich lauf weg. So. Ich besieg das noch schnell, dann komm ich auch. Wir sind ja nicht weit entfernt voneinander. Ja. Wuhu, jedes bekommt 7 EP. Na gut, liebe Leute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.